Das ist jetzt die G2. Meine Navigationslichter von außen. Kabinenlicht, wie gehabt. Altimeter, wie gehabt. Kabinendach, funktioniert auch. Dann die Automatiken, alle ausgeschaltet. Ist also ähnlich wie bei der Friedrich 4 auch. Dann haben wir da die Möglichkeit, halt Kühler auf, Kühler zu. Wie gehabt, die entsprechende Taste bestätigen und dann läuft das auch. Propeller Pitch. Taste gedrückt halten. Ist so ein bisschen, dadurch, dass das halt über Makro läuft, ein bisschen so ein zeitlicher Versatz drin. Dann haben wir hier Trimmung, Kopf-Schwanzlastig, Klappen, rein-raus. Wie gehabt, läuft auch. Spornrad-Arretierung, Taste einmal drücken, wird der entsprechende Befehl ausgeführt. Ja, Motor aus und Fahrgestell rein. Das ist jetzt hier nochmal bei der G2 gezeigt, aber das ist bei allen Maschinen eigentlich gleich. Immer nur einmal draufdrücken und dann wird der entsprechende Befehl ausgeführt. Läuft also auch. Jo. Viel Spaß mit den Grids. Man sieht sich.